Buyakaya und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Und schon wieder eine neue Sendung von AliExpress. In diesem Video werde ich dir zeigen, was ich so bei AliExpress bestellt habe. Und wir wollen diese Sachen zusammen auspacken, anschauen, gucken, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Falls du noch mehr solche Videos sehen möchtest, wie ich von AliExpress Sachen bestelle und ja, teste, hier oben findest du einen Link. Da sind noch mehr Videos davon. Gut, dann lass uns mal anschauen, was ich diesmal gekauft habe und ob sich das gelohnt hat, ob ja, die Qualität stimmt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall nicht lange schnacken. Auf geht's! So. Was ist das? Weiß ich auch nicht. Also mittlerweile habe ich so viele Sachen bestellt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich erzähle das jetzt in jedem Video, wie ich das bestelle. Falls du auch Interesse hast an solchen Sachen, und das ausprobieren oder bestellen möchtest, ich kann dir nur sagen, mach es, es ist absolut genial. App installieren auf dem Handy, vom Computer geht es nicht. App installieren, registrieren. Wenn du die App startest, siehst du 3 Plus Artikel, also Kategorie, und da musst du 3 Sachen in den Warenkorb legen. Dann ist das, dann hast du die Bedingungen sozusagen erfüllt für diese Kategorie. Man muss wirklich 3 Sachen auswählen, dann ist Versand kostenlos, es kommt innerhalb von 10 Tagen an. Falls es nicht der Fall sein sollte, kriegst du 1 Euro Rabatt oder Gutschrift. Bei mir kam es noch nicht vor. Alle Sachen, die ich bestellt habe, waren innerhalb von einer Woche da. Ne? Absolut genial. Und Rückversand, also falls es dir nicht gefällt oder wie auch immer, kannst du es zurückschicken, kostenlos. Ja, nicht lange schnacken, aufmachen. Bin selber gespannt, was das ist. Oh, yeah, das ist eine Lampe. Eine LED-Lampe. Und sogar mit Solarpanel. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Guck dir das an. Das habe ich jetzt gerade entdeckt. Hier drinnen im Solarpanel ist ein Sensor verbaut. Das sieht man ja kaum, echt. Da drinnen. Und wenn es dunkel ist, dann leuchtet das. Absolut genial. Also ich bin begeistert. Wie schon gesagt, alles unter 2 Euro. Und richtig gut verarbeitet. Also tadellos. Alle Schrauben gut verdreht. Alles befestigt. Saugeil. Was war noch in der Verpackung? Klebestreifen. Man kann das irgendwo ankleben. Dübel und 2 Schrauben. 2 Dübel und 2 Schrauben. Das war's. Nee, war doch nicht alles. Hier ist noch eine Gebrauchsanweisung. Alles natürlich auf Englisch. Oh, guck mal. Funktioniert wunderbar. Dunkel. Hell. Zack. Ne? Sensor verbaut. Absolut geil. Das werde ich schön bei mir auf dem Dachboden anbringen. Am Fenster. Das wird sich automatisch aufladen. Und wenn es dunkel ist, dann geht es an. Und ich habe Licht. Kostenlos, könnte man sagen. Ja, absolute Kaufempfehlung. Dazu muss ich jetzt wirklich keine weiteren Tests machen. Es funktioniert einwandfrei. Ne? Perfekt. Geil, geil, geil. Freue ich mich. Und super verarbeitet. Also wirklich tadellos. Und nur so zur Info. Dieselben Sachen werden hier bei Action, Teddy Penny, Aldi, sonst wo für einen Zehner und noch mehr verkauft. Ne? Unter 2 Euro. Perfekt. Absolut happy darüber. Gut. So, dann gucken wir weiter, was ich noch gekauft habe. Oh yeah. Weißt du, was das ist? Das ist eine Hupe. Fahrradhupe. Ich habe ja ein neues Fahrrad mir gegönnt. Mountainbike. Und mein Fahrrad hat keine Hupe. Und jetzt habe ich mir eine Klinge gekauft. Mit 130 Dezibel. Die kannst du aus 2 Meter fallen lassen. Soll nichts passieren. IPX5. Also leichte Regenschauer soll das überstehen. 2 Lithium Batterien drin. Und ja. Ja. Und es ist rot. Das Ding ist rot. Ja, dann lass uns mal testen. Also in der Tüte ist Befestigung drin.
natürlich nicht funktioniert nicht, das ist wohl klar. Hier haben wir ein Batteriefach. Das ist die Sicherung. Wollen wir mal testen? Oh. Ziemlich laut. Ja, wieso nicht? Boah, Test bestanden, Alter. Jetzt habe ich wieder Tinnitus, ey. Und so wird das befestigt. Zack. Hier am Lenkrad. Perfekt. Herrlich, popperlich. Ja. Geile Sache. Also ich freue mich schon, wenn Fußgänger oder so auf dem Fahrradstreifen stehen. Dann werde ich schön die beiseite huben. Gut. Unter 2 Euro. Ne? Kann man nicht meckern. Ich habe in der App noch andere Hupen gesehen. Leider erst später entdeckt. Da gibt es mit verschiedenen Melodien. Also irgendwie 8 Melodien und so. Ich glaube, die werde ich mir auch bestellen. Weil das ist jetzt nur ein Ton. Und da gibt es 8 verschiedene Töne. Habe ich irgendwie Bock drauf jetzt. Ja. Und auch dieses Produkt funktioniert einwandfrei. Unter 2 Euro. Schauen wir mal weiter. Und hier kommt eine Tasche. So, die Tüte ist leer. Ich habe wieder mal nur 3 Sachen bestellt, weil 3 Sachen ist die Voraussetzung dafür. Mehr fiel mir zu dem Zeitpunkt nicht ein, was ich noch kaufen möchte. So, die Tasche ist eine Umhängetasche. Zack. Und als ich die mir bestellt habe, ein paar Tage später, war ich in einem Geschäft und habe dieselbe Tasche für 8 Euro gesehen. Für die habe ich 1,86 bezahlt, also unter 2 Euro. Also wird die in Deutschland im Fachhandel für das Vierfache verkauft. So sieht das aus. Reißverschluss geht butterweich auf. Okay. Für eine Flasche Portemonnaie und ich weiß nicht, keine Ahnung, was man da noch alles reintun kann. Handy ist genug Platz. Auch hier noch eine Tasche. Zack. Zack. Wunderbar. Ja, hier kann man auch noch was reinstecken. Wie viel Liter da reinpassen, kann ich jetzt im Moment echt nicht sagen. Zack. Zack. Wunderbar. Sieht nicht schlecht aus, auch mit diesen Streifen hier. Ja. Was auch cool ist, ist hier ein Loch. Sprich, wenn man zum Beispiel Kopfhörer hat, kann man sein Handy hier reinstecken. Zack. Und dann kannst du. Ne? Aber kabelgebundene Kopfhörer, wer hat das schon heutzutage? Ich bin ja ehrlich zu euch, ich habe gerade einen Fehler entdeckt und zwar Reißverschluss hier. Es ging butterweich beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal und dritten Mal hat es nicht so gut funktioniert. Hier. Ja. Hier ist so eine Knickstelle und genau da hackt das so ein bisschen. Ja, und da hackt das und da sieht man, dass der Reißverschluss, das nicht so ganz mitmacht. Jetzt haut es hin. Also hier ist eine Knickkante und da kann es passieren, dass der Reißverschluss, jetzt funktioniert es einwandfrei, jetzt geht es auch gut. Vielleicht wirklich durch. Ach, beim Transport wurde zu doll geknickt, jetzt geht es. Jetzt ist alles wieder gut. Also, Fehlalarm, Reißverschluss funktioniert. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja, jetzt geht's.
Ne? Unter 2 Euro. Perfekt. Alles sauber vernäht. Genial. Also eine kleine Wasserflasche, 0,5er. Könnte mir vorstellen, sogar ein 0,75er würde reinpassen. Perfekt. So, und auch bei dieser Sendung kann ich ja fast nichts bemängeln, außer jetzt bei der Tasche mit dem Reißverschluss war es ein bisschen komisch, aber jetzt hat sich das alles eingespielt, funktioniert. Drei Sachen unter 6 Euro. Kann man nicht meckern. Falls du Fragen hast, schreib unten in die Kommentare, ansonsten like, kommentiere, abonniere. Und ich würde sagen, Buyakaya und Shopping geht weiter!